Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Endspurt geht nicht, gibt's nicht. Schauen wir uns hier an, was noch anzuschauen ist. Wo bist du dabei aufzugeben oder wo hast du schon aufgegeben? Nix da. Alles ist möglich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos. In der Infobox drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock, was soll noch in 2023 gelassen werden, bevor du 2024 so richtig durchstarten kannst? Oh, ich höre, bei manchen ist es die Familie, ein Familienthema. Ja, schau an, die Verantwortung in der Familie, wenig Zeit für dich. Ja, boah, du hast ganze 3 Themenkarten, lieber Steinbock. Gut möglich, dass du, fangen wir mal so an, in der Familie mit einem Widder zu tun hast oder einem anderen Feuerzeichen, einem Schützen und einem Wasserzeichen, insbesondere einem Fisch. Muss aber nicht sein und können auch vor allem immer die Aszendenten sein, die da stark durchkommen. Ja, lieber Steinbock, es geht um deine Bewusstseinserweiterung. Es geht um die Verantwortung. Wie? Sie sagen, Sie stehen sich momentan gegenüber beide im Weg. Sie laufen nicht miteinander. Nein, so. Und du stehst dazwischen und kommst nicht vorwärts, weil sie dich immer punchen. Wie kann man das unter einen Hut bringen? Du suchst und bist derzeit momentan im Außen, wenn nicht gar die meiste Zeit deines Lebens, anstatt in dich hineinzuschauen. Es ist wichtig, dass du klare Grenzen setzt. Es ist wichtig, dass du für dich eigene, ja, sagen wir es mal schon, so Regeln aufstellst, dass du vielleicht die Regel, dass du sagst, ich möchte einen ganzen Tag für mich alleine haben, ich möchte einen Nachmittag für mich alleine haben oder wenn das alles nicht möglich ist, weil du so viel Verantwortung trägst und so viele To-Dos hast, dass du aber sagst, okay, wenigstens eine Stunde am Tag gehört mir. Ich weiß, da wirst du sagen, geht nicht, doch ich sag dir, geht nicht, gibt's nicht. Natürlich geht das. Es geht um die Innenschau. Die Überforderung hängt meist damit zusammen, dass du im Unfrieden mit dir selbst bist, weil du dich nicht frei fühlst. Du hast dich so angepasst an das Konstruierte von dir selbst, ja, von dir selbst. Denn du hast immer mehr angenommen, immer mehr zugelassen. Weil du denkst, nur ich kann das machen, die anderen sind dazu gar nicht fähig. Ja, bei deinen Skills wird es schon so sein, doch lerne abgeben. Es ist jetzt wichtig, dass dieser Käfig, in dem du dich befindest, dass er dir abgenommen wird, beziehungsweise dass er geöffnet wird. Die Frustration, die du des Öfteren spürst, den Druck, ist schlichtweg, weil du nicht das tust, was du eigentlich tun möchtest. Du hast sehr viel, sie sagen, intelligente Kreativität in dir, was auch immer intelligente Kreativität bedeuten darf.
Nutze sie für deine Skills. Nutze sie für dich selbst. Sie sagen, einige von euch, da wird im Außen schon auch herangetragen, dass mehr gefordert wird von euch, dass es, ja, dass ihr Unzufriedenheit einfach abbekommt von eventuell eben den Familienmitgliedern und ihr euch denkt, ja, kann ich es denn nie recht machen oder reicht es denn nie? Nein, es reicht nie, wenn du es anderen recht machen möchtest weiterhin. So, du hast jetzt noch eine große Aufgabe in 2023, nämlich dich mal als Priorität zu sehen, zu nehmen und dich mal wahrzunehmen. Die Freiheit, die du suchst, jederzeit erreichbar, wenn du bereit dazu bist. Entspannung, damit man klar denken kann. Ja. Doch es ist für dich auch nicht leicht, den Status aufzugeben. Doch wer sagt, dass du ihn aufgeben musst? Ja, ich weiß, jetzt wirst du mir entgegnen. Ich bin ja gerade da, wo ich bin, weil ich so viel gegeben habe, weil ich so viel mache, weil ich so viel tue. Ja, ja. Doch mit einer anderen inneren Einstellung kann man diesen Status vielleicht auch etwas leichter leben. Wir sind hier, damit du es leichter hast in diesem Video, damit dir bewusst wird, wo was abzugeben ist, wo die Selbststrenge zu nehmen ist und um dir klarzumachen, in welchem goldenen Käfig du sitzt. Nur damit du milder, wenn du milder zu dir bist, passiert gar nichts, außer dass es dir besser geht. Die größte Angst ist die finanzielle Unabhängigkeit bei dir, der Mangel und die Angst, Neues zu integrieren, Neues auszuprobieren. Doch es kann sich nichts verändern, wenn du keine neuen Wege gehst, lieber Steinbock. Ja, da bleibt dann alles so schön, wie es ist. Doch der innere Konflikt, die Unzufriedenheit, ständige Begleiter, sie wachsen, 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 wachsen. Dann kommen die Selbstzweifel, was habe ich falsch gemacht? Wie du siehst, es ist eine Abwärtsspirale der Gedankenlooping, der so leicht eigentlich von deinen Schultern genommen werden könnte, wenn du bereit bist, dich als Priorität anzusehen. Wir machen weiter im Extended, lieber Steinbock. Ich bin gespannt, ob du nochmal einschaltest. Das Reading ist ein bisschen streng, aber wir meinen es gut mit dir. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!